Der CO2-Fußabdruck ist ein Maß für die Treibhausgasemissionen eines Unternehmens oder einer Organisation. In der Praxis wird er als Summe dreier unterschiedlicher Emissionsarten berechnet. Direkte Emissionen durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas oder Kohle bei der Geschäftstätigkeit. Dazu gehören beispielsweise der Stromverbrauch, die Energie zum Betrieb von Maschinen oder der Treibstoff für die Fahrzeugflotte. Indirekte Emissionen durch die Nutzung oder Erzeugung der Energie, die das Unternehmen verbraucht. Ein Unternehmen könnte für seine Produktionsstätten zum Beispiel grüne Energie oder Energie aus Kohlekraftwerken nutzen. In diesem Bezug würden dann die Emissionen der Kohlekraftwerke erfasst. Alle anderen indirekten Emissionen. Hierzu zählen zum Beispiel alle Emissionen durch den Transport von Gütern und Menschen in der Lieferkette. Der CO2-Fußabdruck von Gütern kann sehr stark davon abhängen, ob sie in der Nähe hergestellt oder über weite Strecken transportiert wurden. Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks verdeutlicht den Unternehmen ihren Treibhausgasausstoß und ermutigt sie zum Energiesparen. SRI-Fondsmanager investieren in Unternehmen, die besonders genau über ihren CO2-Fußabdruck berichten. Wer in SRI-Fonds investiert, verringert seine Investitionen in Umweltsünder und fördert stattdessen umweltbewusste Unternehmen, die auf eine für ihren Sektor vorbildliche Weise zur Energiewende beitragen. Anleger können ganze Industriesektoren dazu bewegen, ihr Umweltverhalten zu ändern. Und wie steht es mit Ihnen? Sind Sie schon dabei?